Seid herzlich gegrüßt und willkommen zurück zu Let's Play World of Warcraft Folge Nummer 165 mittlerweile. Ja, hier im schönsten Asuna und ja, hier nördlich der Azurschwingenrast geht es wie versprochen weiter mit unseren Quests. Und ja, viel erwartet uns ja leider nicht mehr. Was ich so ein bisschen schade finde, wie gesagt, ich mache das Ganze hier blind, weil ich vor dem Erscheinen von Legion ja aktiv zumindest aufgehört habe mit World of Warcraft. Und ich nicht so hundertprozentig weiß, was hier so alles passiert, außer die ganzen Cinematics und was es so alles an Spoilern zum Legionsende gegeben hat. Die habe ich mir natürlich alle reingezogen, aber die ganzen kleinen Quests und Nebenschauspielplätze hier habe ich natürlich nicht verfolgt. Und dementsprechend lasse ich mich hier auch immer ein bisschen überraschen, was hier so auf mich zukommt. Und ja, es sieht auf jeden Fall mal wieder nach diversen Tötungsquests aus. Aber erstmal muss ich mich hier mal ein bisschen umschauen, ob man hier noch irgendwie was Interessantes eventuell entdecken kann bei den Drachen, das, ich denke mal, blauen Drachenschwarms. So sehen sie zumindest aus. Würde mich jetzt nicht wundern, wenn das andere wären. So, und dann gucken wir doch gleich mal, was wir machen müssen. Nachdem ich die beiden Quests hier angenommen habe. Okay, erstmal 10 Mana erschöpfte oder geschöpfte. Geschröpft sogar, meine Güte. Schwieriges Wort. Und da oben wäre ein Bonus-Quest zu finden. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich muss hier irgendwas mit den Dingern machen. Und dann wahrscheinlich die Viecher hier andrücken. Dann könnte das länger dauern, ja. Da sich immer jeweils einer verbraucht. Wenn der hier nicht gerade auf der Stelle respawnt. Dann könnte sich das eine Weile hinziehen und die Drachkin kämpfen hier gegen verdorrte Exilanten. Und die sollen wir ebenfalls mit töten. Das Ganze 12-mal, weil wir ja sonst nichts zu tun haben. Gucken, ob ich den hergelockt krieg. Okay. Ich geh mal ein bisschen dichter. Ich muss den ja noch irgendwie looten können. Gut, dann schauen wir uns hier doch mal ein bisschen um. Das ist ja nur ein etwas weitläufigeres Gebiet. Wir stehen gerade am, in Anführungszeichen südlichen Ende. Eher östlichen Ende. Weil da bringt das doppelt und ich kann es nicht mehr benutzen. Schaldurei-Seite, ja, es geht so langsam vorwärts. Aber es fehlt ja noch ein ganzes Ende. Weil ich mir ja gerne Rucksack machen würde. Oder eine Tasche, besser gesagt. Das ist ja eher eine Schaldurei-Seiten-Tasche. Mit sehr, sehr viel Platz. Ich weiß gar nicht, was da das Maximum nahe ist. Ob 28 hört sich ja schon sehr viel an. Ach doch, ist ein Ranzen sogar. Kein Rucksack. 24 Platz zu wählen, hört sich ja schon relativ viel an. Ich glaube, 28 oder 30 ist wahrscheinlich das aktuelle Maximum. So, hier stehen dann die Verdorrten einzeln. Und es scheint so, dass ich die Welblinge so andrücken kann, dass ich doch nur einmal diesen Kristall sammeln brauche. Ja, das hätte ich sonst schon ein bisschen komisch gefunden. Und da oben sitzt Stella Rosa. Ich bin der Meinung, die haben wir in den letzten Folgen gesehen. Und dass der oder die, ich glaube die, uns hierher gelockt hat, dass wir hier die Quests machen. Rund um den Drachenschwarm. Weil ich will erstmal die Quests hier fertig machen, bevor ich da das nächste in Angriff nehme. Ah, ich müsste mal, ich habe schon wieder vergessen, wenn da keine Intelligenz zu drücken. Die läuft nämlich gleich aus.
Das ist immer so mein heimlicher Zeitindikator. Wenn der Buff halb rum ist, weiß ich, oh, so langsam zum Ende kommen. Da ja mir OBS keine Zeitangabe anbietet, was ich ein bisschen schade finde. Das müsste ja auch nicht jetzt Overlay sein, das wäre zu viel verlangt. Aber zumindest wäre es cool gewesen, wenn man da irgendwie so einen Timer einstellen kann, dass er ein Geräusch macht oder keine Ahnung. Da kann man sich jeweils die Dinge, könnte man sich einfallen lassen, aber gut, das ist jammern auf hohem Niveau. Ja, ansonsten bin ich ja am Umstellen, hab ich ja schon erzählt. So ein bisschen meine, ja, mein komplettes Gaming-System, ich sag's mal so, umzustellen. Wie gesagt, neuer Bildschirm wisst ihr ja schon. Ich nutze den, oh Gott, Dell S27 DGF. 144 Hertz, WQHD-Auflösung, 27 Zoll. Bin ich sehr zufrieden mit, ist nicht der, was weiß ich, top-bewerteste, wie auch immer, Gaming-Monitor. Da gibt es andere, die kosten aber dann wahrscheinlich das Doppelte, obwohl sie das gleiche können. Ne, also so von, ich komme jetzt nicht auf die Marken, ich will jetzt nicht nur hier für Dell Werbung machen, von Acer oder ich komme auch hier auf den anderen Namen. Also da gibt es diverse Hersteller und der war vom Preis-Leistungs-Verhältnis für das, was ich machen möchte, in meinen Augen der beste. Also da kann ich euch auf jeden Fall eine Empfehlung für aussprechen. Alle anderen sind aber auch nicht so schlecht. Ja, wie gesagt, googelt da die diversen ja, Anbieterportale und Testberichte. Da gibt's wie Sand am Meer, alles auf Gaming ausgerichtet. Oh, nein, ich bin fertig. Jo. Also da will ich keinem was vorschreiben. Ich hatte ja vorher auch einen Acer-Monitor, den nutze ich jetzt als zweiten Monitor. Funktioniert sehr gut. Asuna war einst das Zentrum magischer Studie. Runas den Geschmähten, Schmuckstück oder Schultern. Benötigen wir im Sinne ja beides ihr nicht. Sicher helfen. Dennoch da hinten. Willst du mich dahin? Ich habe meine Kräfte überschätzt. Alle Drachen, selbst die Aspekte, sind seit dem Sturz von Todesschwinger erheblich geschwächt. Es scheint in der Höhle zu sein, oder? Gehen wir mal stark davon aus. Also leicht links halten. Und eine Höhle finden. Und nicht so wirklich in Mobs reinlaufen. Ja, wie gesagt, ich habe ja in den letzten Wochen... Ja, ich muss mich durchkämpfen. Mein System geupdatet. Ne, also wie gesagt, ich habe nicht alle Details in der Videobeschreibung stehen, aber ich kann es euch gerne mal so nebenbei sagen. Shakun-Gehäuse und den AMD Ryzen. Heißen die auch 5? Ryzen 5? Ryzen 7? Ryzen 3? Ich glaube, Ryzen 5 heißt der sogar, ne? Auf jeden Fall den 3600. Grafikkarte GT, ne, RTX heißen die ja mittlerweile. Ist ja nicht mehr GTX, weil die ja Raytracing unterstützen. Sofern es mal irgendwann in den Spielen mal eingepflegt wird, beziehungsweise den neu erscheinenden, das ist ja so die neueste Variante der ja, Effekte. Hier muss irgendwie jemand liegen. Und ja, die RTX 2070 Super steckt im System, eine Samsung, ich glaube 870 Evo oder Pro. Frag mich was, ich glaube, das ist die Evo. Als Festplatte. Guck mal, meine beeindruckende Waffe. Eine Waffe kriegst du nicht. Sie kann bestimmt sehr schmerzhaft sein. So, dann habe ich noch ein Blu-ray-Laufwerk drin. Das Ganze von Asus, mit dem ich auch brennen könnte. Also, ich könnte sogar Blu-rays brennen. Habe ich aus AirTags gemacht. Also, normalerweise braucht ein heutiger Rechner kein optisches Laufwerk mehr, weil die meisten Dinge entweder downloadbar sind, beziehungsweise es tut mir aufrichtig leid, nicht mehr klassisch per CD installiert werden müssen. Aber ich habe mir gedacht, naja, ich habe noch ein paar klassische Spiele, wenn ich da wieder Bock drauf habe, muss ich sie ja installieren.
sind und alles, ja. Wonach ihr mich beurteilt. Ich bin kein. Deswegen habe ich mich auch für ein optisches Laufwerk entschieden. Schaut, ich werde es euch beweisen. Ich bin nicht manasüchtig wie diese elenden Kreaturen. Okay, wir treffen hier wohl den ersten Nachtsüchtigen. Elisande. So wie es scheint. Das ist ja nachher das erste verbündete Volk. Ja, mein Mainbot ist das. Oh Gott, die haben doch immer so bescheuerte Namen. MSI, ich glaube B450 Gaming plus Max. Müsste es gewesen sein, wenn ich mich halt nicht alles täusche, wie soll ich und Namen merken. Das kann ich in WoW schon nicht gut, also wieso sollte ich es auch bei meinen Sachen hier im Rechner. Gut. Das müsste das gewesen sein von der Artikelbezeichnung, der Produktbeschreibung, wie auch immer. Ja, und ansonsten ist das ja eigentlich so das Wichtigste. Ah ja, ich habe ja dann noch den, bevor ich es vergesse, das, was noch natürlich fehlt, einen Computer, der Arbeitsspeicher. Ich glaube, das ist von G-Skill oder, oh Gott, weiß nicht, einer in Kruxial, der hat auch so einen komischen Namen. Er fragt mich da was Einfaches. Ich muss jetzt mal die Quests abgeben. Und ich habe jetzt noch ein Vieh am Hintern. Gibt Erfahrungspunkte. So, da habe ich natürlich 32 GB und 3200 MHz. Das kann ich nur jedem empfehlen, egal welcher Arbeitsspeicherhersteller. Guckt, dass ihr 32 GB drin habt. Damit seid ihr für die nächsten Jahre auf die sicheren Seite und dass es mindestens 3000 MHz sind. Optimalsten sind 3200. Höher ist eigentlich nicht notwendig. Auch nicht auf mehr Arbeitsspeicher zu gehen ist nicht notwendig. Muss ich mit dem jetzt hier echt außen rumgehen? Ja, ich soll ihn ja auf die Brücke eskortieren. Und ja, wie gesagt, meine Maus ist schon angekommen. Ich wechsle da auf Razer. Ich war vorher bei Logitech. Gibt noch andere schöne. Da muss jeder selber wissen, was zu ja, seinen Händen passt, muss man ja quasi sagen. So, Projektion von Senigos. So, aber die 1 steht ein bisschen woanders. Na gut. Wie gesagt, da muss jeder selber passen, wissen, was so zu seiner eigenen Hand passt. Und was man für zusätzliche Knöpfe möchte. Vormalig aus Surama. Es freut mich, eure Bekanntschaft zu machen. So, ich muss hier noch ein bisschen zuhören. Das sind die Nachtsüchtigen. Ich traue euch und euresgleichen nicht. Das ist natürlich die Frage, das ist das Freischaltquest oder dauert das noch ein Weilchen? Mein Volk hat euer Misstrauen verdient. Weil eigentlich muss ich das irgendwie per Ruf machen. Ich lasse mich da einfach mal überraschen. Ich entzauber sowieso. Aber hier könnte es aufgewertet werden. Doch. Hab's vorher gesagt. Ja, und diese Tastatur, die soll heute ankommen. Da war ich vorher immer bei Speedlink. Damit war ich zufrieden gewesen. Es eine einfache Gaming-Marke für Leute, die jetzt nicht auf großartige Sachen angewiesen sind. Aber trotzdem ist das sehr, sehr zuverlässig und qualitativ sogar hochwertig. Ich werde meinen so gestattet, Jonas euch zu begleiten. Das machen wir doch gerne. Sehr schön. Dann auf. Ja, und dann so im Groben und Ganzen war es das. Ich werde in den nächsten Wochen noch ja, meine Lautsprecher ändern. Die habe ich ja schon mal erwähnt, schon um sie zu töten, mehrere Jahre auf dem Buckel. Und da werde ich auf die von Teufel wechseln. Ich bin so ein Teufel-Audio-Fan. So, das müsst ihr alle selber wissen, ob euch die Lautsprecher der jeweiligen Bildschirme reicht, sofern sie welche haben. Oder ihr auf externe Lautsprecher zurückgreift oder nur per Headset zockt. Das muss jeder selber entscheiden. So, jetzt habe ich so ein bisschen Zeit rüber. Überbrückt. Ja, danke. Meint er mich oder meint er den Nachtsüchtigen?
Gut, also Senegos ist auch schon ein bisschen genervt von meinem Quatsche, dann lasse ich euch damit auch mal ein bisschen in Ruhe und wir sollen jetzt Ishkanet und Tyndrissen töten. Und ja, wir müssen auch auf jeden Fall nochmal drauf achten. Wir müssen hier oben auch noch hin. Ist natürlich die Frage, kriegen wir da noch einen Quest, weil hier ein Flugpunkt zu finden ist. Das wäre natürlich ganz nice, wenn man das verbinden könnte mit einer normalen Quest. Ich kenne Geheimnisse, die euch das so, und vier Mana-Juwelen, dafür bekommen wir ein Spielzeug. Das finde ich sehr gut. So, jetzt mal die aufgewerteten Schultern angucken. Mantel des Nachtsüchtigen, weil dadurch sind sie leicht besser, auch wenn sie andere Werte haben. Und zwar kein Crit, sondern Vielseitigkeit. Aber darauf kann ich im Moment verzichten. Ich wechsle ja eh gefühlt alle paar Quests, die Klamotten. Jetzt muss ich mal gucken, ich habe hier wieder ein Kristall bekommen, aber ich bin im Falschen. Entschuldigung. Das macht natürlich wieder drei Arcana, ne? Aber natürlich, als Geldverzauberung braucht die Splitter. Wie viele Arcana habe ich denn? Anscheinend gar keins. Nö. Gut, dann behalte ich einfach mal den Splitter. Wenn ich gar keinen Arcana habe. Was habe ich hier noch? Ach, Krokkurz der fährt in Inseln, das habe ich auch noch nicht geholt. Gut, dann, ich muss ja gucken. Ach, grob. Nicht ganz 10 Minuten haben wir noch. Eindringling! Seid ihr hier, um meinen Mana zu stehlen? Das weiß ich noch nicht. Nun denn, nehmt eine Kostprobe! Oh nö. So, wir kämpfen jetzt auf jeden Fall gegen die Nachtsüchtigen, die früher oder später zu unseren Verbündeten werden. Jetzt ist natürlich wieder die Frage, Dropchance. Bisher hier der zweite, damit könnte ich leben. So, ach ja, übrigens so nebenbei, Stufe 108, bevor ich es vergesse, ich muss dann nochmal den Chat hochscrollen, wir haben leider dafür nichts bekommen, also das ist ja auch das, was so ein bisschen kritisiert worden ist, also einerseits finden es viele sehr, sehr schade, dass das Level-System an sich verändert wird mit Shadowlands, dass es dann wieder nur bis Stufe 60 geht und man quasi jedes Level zugeballert wird mit 3 Millionen Sachen. Ja, und andererseits ist es halt aber auch so, bis Stufe 100 geht's, da kriegt man noch so halbwegs alle paar Level was. Oder sogar eigentlich eher, würde ich mal sagen, nur bis Stufe 90. Danach wurde es doch schon ein bisschen behäbig. Außer das letzte Talent auf Stufe 100. Ja, und jetzt, ich denke mal, bis 120 kommt eigentlich quasi nichts mehr. Weil man ja dann die Artefaktwaffe hatte und die Halskette. Ich soll schon wieder auf die Speerkarte gucken. Aber das ist immer eine Respawn-Rate hier. Ja, und so weiter. Also da hatte man halt das Level-System eher auf die legendären Gegenstände verlegt. Und die neuen Dinge, die man dann halt bekommen hat. So, hier muss ich jetzt mal ein bisschen gucken, weil die aggressiv sind, die hier so rumlaufen. Dass ich nicht so viel kämpfen muss. Außer gegen den hier, weil der hin und her läuft. Ja, und das finden halt die meisten ein bisschen schade. Ne? Also die 120 Level stören eigentlich kaum. Jetzt ist es eher so, dass man durch die Gebiete rennt und kaum was erlebt, weil man zu schnell levelt. Was ich aber auch verstehen kann, damit halt Neulinge und Zwings nicht so ewig brauchen, bis man halt zum Endgame helfen kann. Entweder seine Gilde oder weil man halt anfängt oder sich komplett umorientieren möchte auf eine andere Klasse. Und das ist halt so ein bisschen, ja, wem macht man's recht? Ich finde es in Ordnung, dass es wieder auf Level 60 geht und dass man ein komplettes Add-on-Gebiet dann questen kann. Das finde ich schön. Dass man sich da eins aussuchen kann, hey, das spricht mir am besten zu. Ishkanet, ihr seid eine Närrin. Ihr habt euer Blut. Aber wie gesagt, mich hat's auch nie gestört.
muss da oben hin, die Level nachzuholen. Gott, wie komme ich denn da rüber? Muss ich da runter? Ich glaube ja, ne? Ich glaube, ich muss da rein. Ah, ich renne da durch. Ich denke, ich muss hier runter. Ah, ich habe ihn nicht gesehen. Das ist auf jeden Fall das Letzte, was wir hier machen. Wenn ich die Quest gegeben habe. Na, bin ich hier richtig? Na, anscheinend nicht. Verdammt. Ich hatte vermutet, dass der hier unten drin steht, weil es so, naja, halbwegs auf der Karte den Anschein hatte. Aber hier renne ich eher zu einem Drehmob. Entfesselter Riss. Ich habe keine Ahnung, was ein entfesselter Riss ist. Ich befürchte, dass ich da durch kann. Irgendwas. Oh, mich greift hier noch mehr an. Könnte jetzt in die Hose gehen. Gut. Oh, das waren alle. Da ist noch eine. Ich weiß nicht, wo ich bin. Dieser Riss lässt mich, irgendwas lässt mich hier größer und kleiner werden. Ein Rissgespenst. Auch wenn ich alle aus diesem Riss besiege, kommt ein Remob. Dieses große Kleine werden hier ein bisschen. War schon witzig. Ja, es ist ein Remob, der rauskam. Ich muss nur ein bisschen aufladen. Dann versuchen wir uns nochmal am Remob. Auch wenn es ein bisschen, ja, der falsche Weg ist. Kommt sie doch hergeschissen. Aber bis jetzt ist das nicht so das Problem. P-Velos. Ne, AK-Velos heißt er. Zurücktreten. Wunderbar. Und Ressourcen und Acavellos entfesselte Schiffung. Hat Ausdauer, Crit und Tempo anstatt Meisterschaft und Vielseitigkeit. Halt aber eher die anderen. Gut, das hat Spaß gemacht, den Mana-Riss zu entfernen, aber falsch bin ich trotzdem. Das Problem ist, ich muss hier durch wieder zurück. Ach man, schade. Schade, schade. Ich beeil mich, also ne, ich möchte jetzt den einen Mob da auf jeden Fall noch besiegen. Ja, war so ein bisschen Einbahnstraße, also am Ende des Weges hat der Rare-Mob gewartet. So, ich muss erstmal hier durch und ich glaube da oben hin. Behaupte ich jetzt einfach mal spontan. Ach ne, ich habe ihn gefunden. Aua. Dieses Riesending, damit möchte ich mich aber nicht anlegen. So. Hallo. Ich stelle mich mal hier ins Eck, was ich schubsen kann. Ja, natürlich kann er
analysiert er diese anderen Dinge noch dazu, diese Konstrukte. Muss ich den besiegen? Ja, scheiße. Ihr nehmt euch meine Leutnants vor? Ihr haltet euch wohl für sehr schlau. Gut, dann sehe ich mal zu, dass ich das noch schnell abgebe und dann ist diese Folge auch schon wieder ihrem Ende nahe. Einmal wieder querfeldein. Ich hole jetzt einfach alles mit, was kommt. Schlimmeres. Aber hier durchboxen wäre jetzt zu viel des Guten. Gut, das war mal eigentlich sehr erfolgreich. Wie gesagt, die zwei Level haben wir leider nur noch vor uns. Und wir bekommen jetzt sicherlich auch noch ein bisschen was, und zwar das Spielzeug. Sammeln gerne. Okay. Lasst mich wissen, wenn ihr neue irgendwas zu abgeben. Ein Spielzeug. So. Tötet Eil Yis oder wie auch immer. Das ist ein sehr komplizierter Name. Wir bekommen neue Handgelenke. Oder Kopf. Den Kopf müssen wir austauschen. Definitiv. Gut, zwei neue Quests. Wahrscheinlich dort, wo wir eben schon waren. Ich werde er will mir das rechtmäßigen Quest Platz zurückfordern. Ich alle traue Nachtsüchtigen nicht. Schäblinge loslassen. Das sieht sehr interessant aus. Doch es scheint, uns bleibt keine Wahl. Deaktiviert. Achso, die Mana-Pylonen sollen wir deaktivieren. Ich will nur helfen, edler Drache. Und das mit den Welpen. Meine Welblinge werden euch helfen. Von Senigos. Hintergeht mich und ihr werdet den Zorn eines Drachenschwarms spüren. Die Synchronstimme, die ist echt geil. Gut, also. Ich ein nobler Elf. Ich weiß, was Ehre bedeutet. Gut, wir lassen die beiden erstmal aussprechen. Jetzt haben sie fertig. Also. Ja, wir haben jetzt einen kleinen Drachenschwarm um uns herumfliegen, mit dem sollen wir Mana-Pylonen deaktivieren. Und wir sollen nochmal einen Mob töten, oben hinten beim Tempel, auch bei der Ausgrabungsstätte. Ja, damit stehen unsere Aufgaben fest fürs nächste Mal. Wie gesagt, ist echt schön hier und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Und danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Ehre.